Der DAX hat sich von seinen Höchstständen zum Jahreswechsel deutlich verabschiedet. Tja, geht's nun weiter nach unten? Das wollen wir Achim Matzke fragen, renommierter Charttechniker von der Commerzbank. Ja, was sagt denn die Charttechnik aktuell zum deutschen Aktienmarkt? Ja, wir haben ja die Situation gehabt, seit März letzten Jahres haben wir ja eine idealtypische Hosse gefahren, einen schönen Aufwärtstrend. Und wir sind dabei, den doch zur Seite zu verlassen. Es deutet sich aber eher eine Seitwärtspendelbewegung an, als normale Gegenbewegung auf diese tollen Kursgewinne. Also man sollte das nicht dramatisieren, aber die schöne Phase ist vorbei. Für viele Anleger ist Charttechnik ein absolutes Top-Thema, merken wir auch bei den Abrufzahlen bei uns im Internet. Frage an Sie, was macht aus Ihrer Sicht Charttechnik so faszinierend? Ich glaube zwei Dinge. Einmal, man kann Research visualisieren. Es ist halt nicht Zahlensalat oder wo man irgendwo in der Nachkommastelle was suchen muss. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, Charttechnik kann man selber machen. Man kann also sozusagen selber analysieren und sich eine Meinung bilden und ist nicht auf Meinung Dritter oder anderer angewiesen. Und das ist natürlich eine faszinierende Sache. Gibt es Erkenntnisse darüber? Das würde mich doch sehr stark interessieren, ob diejenigen, die mit Charttechnik anlegen, erfolgreicher unterwegs sind als andere Anleger? Na, ich glaube, man darf das nicht pauschalisieren. Es gibt ja auch Leute, die mit anderen Methoden sehr erfolgreich sind. Wir sind aber mit dieser Methode sehr zufrieden, weil wir vor allen Dingen diese Flexibilität, man braucht Informationen über den Intraday-Handel bis auch 15 Jahre Situationen, weil wir da eigentlich gute Analyseergebnisse und vor allen Dingen als Orientierungshilfe für Entscheidungen eigentlich herausfinden. Also von der Seite her sollte man diesen Tool nicht missen. Sehr gern werden Chartbilder auch übereinander gelegt mit Entwicklungen aus der Historie. Da wird verglichen, haben wir vielleicht Ähnlichkeiten mit der Phase der 70er Jahre etc. pp. Wenn Sie das aktuelle Chartbild sehen, stellen Sie Ähnlichkeiten fest zu Chartbildern der Vergangenheit? Ja, so ist es. Es fällt auf, wenn wir die letzten 100 Jahre mal nehmen, in den USA gab es wirklich so 5, 6 schwere Phasen, wo wir eine Bs mit deutlichen Kursverlusten und ganz schwere Wirtschaftsrezessionen zusammen hatten. Und dieses Comeback, also dieses Zurückkommen der Märkte, das war doch ein bisschen identisch, dass man so in diesen ersten 300 Handelstagen so durchaus so 60-70% Kursgewinne gemacht haben. Und genau das haben wir wieder gesehen. Und danach schloss sich aber oft so eine holprige Wegstrecke an. Und es sieht auch wieder so aus, als wenn wir auch auf diese gerade einschwenken. Also Fazit, was würden Sie dem Privatanleger in der aktuellen Situation raten? Ja, man muss ein bisschen defensiver sein. Die Märkte werden in diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so ergiebig sein, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben. Defensive Anlagestrategie könnte zum Beispiel sein, Aktien mit hohen Dividendenrenditen, die wir sowohl im Eurostoxx wie auch im DAX eigentlich zu Genüge finden. Man sollte da jetzt im Augenblick nicht auf zu aggressive Kursgewinne setzen. Klare Meinung vom Charttechniker Achim Matzke von der Commerzbank. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.